Hast du Probleme mit dem Tennisarm oder Ellenbogenschmerzen? Dann zeige ich dir jetzt drei Tricks, die für dich entscheidend sein können. Übung Nummer 1. Wir dehnen einen deiner langen Armnerven. Und zwar streckst du gleich einmal deinen Arm seitlich vom Körper, nimmst den Daumen rein und klappst das Handgelenk ein. Dann schiebst du den Arm seitlich raus und vielleicht spürst du jetzt schon einen leichten Zug. Dabei bitte darauf achten, dass der Zug auf einer Skala von 0 bis 10 bei maximal 3 ist. Als nächstes nimmst du den Arm ein wenig nach hinten und jetzt darfst du den Arm so ein bisschen nach rechts und links drehen und bleibst da, wo der Zug sich ein bisschen verstärkt. Dann streckst du den Ellenbogen nochmal, die Schulter geht jetzt runter und dann den Kopf zur entgegengesetzten Seite. Und jetzt solltest du einen schönen Zug haben im Arm und fängst jetzt an, den Nerv ein bisschen zu mobilisieren. Und zwar hebst du die Schulter jetzt an und senkst die wieder. Anheben und senken. Wenn du die Schulter anhebst, spürst du eine Entlastung. Wenn du die Schulter senkst, spürst du einen Zug. Davon machen wir circa 5 bis 10 Wiederholungen. Lösen dann, einmal den Arm auslockern und einmal nachfühlen, ob sich der Ellenbogen besser anfühlt. Übung Nummer 2. Du nimmst dir den Wave Solo Faszienball und der hat eine besondere Funktion, der vibriert in verschiedenen Stufen. Wenn wir Probleme mit dem Tennisarm haben, haben wir auch oft Probleme zu greifen. Das heißt, wir greifen den Ball mit relativ viel Griffkraft, ohne Schmerz, schalten den Ball ein, sodass er vibriert, strecken jetzt den Arm aus und jetzt fangen wir an, unseren Ellenbogen zu mobilisieren. Du drehst den Arm oder den Daumen nach unten, ziehst dann den Daumen zur Achsel, schiebst über den Brustmuskel hoch zur Schulter und streckst den Arm dann wieder in die volle Länge. Dann wieder nach unten drehen, beugen zur Achsel, über den Brustmuskel, rüber und wieder in die Streckung. Versuch dabei locker und entspannt zu bleiben. Die Griffkraft kannst du ein bisschen variieren und ein bisschen fester greifen, wenn das für dich in Ordnung ist. Aber achte darauf, dass die Bewegung locker und entspannt ist. Versuch die Bewegung flüssig zu machen und nicht abgehackt. Dann kannst du 5 Wiederholungen in die eine Richtung machen. Und jetzt tauschen wir die Seite bzw. die Richtung. Du beugst den Arm von oben, drehst runter, streckst den Arm, drehst den Arm wieder, beugst den Arm, gehst über den Brustmuskel zur Achsel, streckst den Arm wieder und drehst wieder nach oben. Davon ungefähr 10 Wiederholungen, jeweils in jede Richtung und dann haben wir Übung 2 abgeschlossen. Übung Nummer 3. Du nimmst dir dein Textil-Superband und wir mobilisieren jetzt damit unser Schulterblatt. Manchmal macht es nämlich Sinn, die Gelenke über oder unter dem schmerzenden Gelenk zu mobilisieren, um eine Schmerzlinderung zu erreichen. Das heißt, du nimmst dir dein Band und ziehst das einmal auf wie einen Rucksack. Die eine Seite ist schön fest am Brustkorb und die andere streckst du aus. Dabei achtest du jetzt darauf, dass du gerade und aufrecht stehst und jetzt schiebst du den gestreckten Arm aus dem Schulterblatt nach vorne und lässt dich dann vom Band wieder in gestreckte Haltung zurückziehen. Bitte achte darauf, dass du nicht den Arm beugst. Der Arm bleibt gestreckt. Also wieder vorschieben und zurückführen lassen. Vorschieben und zurückführen lassen. Immer gegen den Widerstand arbeiten. Wenn das gut klappt, bleibst du in der Mitte und hebst jetzt das Schulterblatt an und senkst das wieder. Anheben und senken. Anheben und senken. Und jetzt kommt die Königsdisziplin. Wenn das alles gut klappt, versuchst du alle 4 zu verbinden. Also anheben, vorschieben, senken, zurückführen lassen. Und daraus versuchst du einen schönen, großen Kreis zu formen. Sowohl vorwärts als auch rückwärts. Wie eine Lokomotive. Locker und entspannt, schön kreisen. Übung Nummer 3. In den letzten 3 Übungen haben wir 3 unterschiedliche Systeme bedient, um deinen Ellenbogenschmerz besser zu machen. Einmal haben wir unsere Nerven gedehnt und mobilisiert. Dann haben wir über einen Vibrationsball zusätzlichen Stimulus und Input in das Gehirn gebracht
und wir haben über das Widerstandsband einen höheren motorischen Output erzeugt. Dadurch muss das Gehirn mehr gefordert werden und hat in deinem Output weniger Schmerzerzeugung. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du noch Interesse an anderen Neurovideos hast, dann kannst du die gerne ansehen. Wir würden uns über Kommentare freuen. Bei Fragen kannst du uns gerne welche stellen. Bis zum nächsten Mal.